Wir sind partout, okay? Nicht Sie. Wenn du das hier du jetzt gehört hast, dann frage dich über dein eigenes Leben. Und wenn es dich zum Heulen bringt, das ist sehr gut. Was will ich auf dieser Erde? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte. Und man sollte sich zwingen, eine ehrliche Antwort zu der Frage zu geben. Also man muss nicht 25 Jahre am Fließband gearbeitet haben, um nicht zu wissen, was man will. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wirklich, wirklich wollen. Besonders wenn das wirklich wiederholt ist. Also sie wissen unter Umständen, was sie wollen. Aber wenn man sagt, ist das, was du wirklich, wirklich willst, dann zaudern sie. Dann bin mir nicht sicher. Und ich weiß eigentlich nicht, was ich wirklich, wirklich will. Aber irgendwo im Hinterkopf ist der Gedanke, da ist schon etwas. Aber was ist es? Ja, und was empfiehlst du Menschen, die jetzt das vielleicht hören, sehen und sich auch fragen, okay, und was ist es bei mir, was ich wirklich, wirklich will? Wie komme ich drauf? Und es hat sich schnell herausgestellt, dass das Wissen von dem, was man wirklich, wirklich will, da braucht man andere Menschen. Das kann man sehr schwer alleine machen. Hermeditieren. Ja, genau. Wenn wir zusammen sind, wenn wir gemeinschaftlich darüber reden, wenn wir uns austauschen, dann kommt zutage, was wir eigentlich wirklich wollen. Und da war eben das Gemeinschaftliche und das war auch, was du eben gefragt hast. Also daraus ergab sich der Gedanke einer anderen Kultur. Eine Kultur, in der die Leute viel intensiver sich miteinander ausgetauscht haben, mehr sich gegenseitig unterstützt haben, als in die Kultur, ja, sozusagen, unter der wir leiden und in der wir mehr oder weniger stecken sind. Dann, wenn man das tut, was man wirklich will, das hat Konsequenzen für die Art, wie man mit anderen Menschen umgeht. Das hat auch Konsequenzen für, wie man Kinder erzieht. Das hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie man mit der Partnerin umgeht oder dem Partner. Also aus diesem wirklich, wirklich wollen, das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen alles andere in Frage gestellt wurde. Alles wurde plötzlich, ist dieses Fernsehen, das ich jetzt anschaue, wirklich das, was ich wirklich, wirklich sehen will? Oder tue ich es aus Langeweile oder tue ich es aus Feigheit oder tue ich es als eine Art Kapitulation? Es ist ein Aufgeben. Also wenn ich jetzt anfange, meine Arbeit danach zu richten, dass ich immer wieder die Frage, denn das ist, was oft missverstanden ist. Es ist nicht einmal, ich frage, was ist es, was ich wirklich, wirklich will. Und dann kommt die Antwort sozusagen vom Himmel runter und dann weiß ich, was ich wirklich will. Und dann tue ich nichts anderes. Nein, 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 es ist ganz anders. Es ist mehr, dass ich mich in Abständen, und das könnte einmal im Monat, das könnte einmal in der Woche sein, dass man sich fragt, okay, jetzt. Was ist es, was ich wirklich will? Ist das, was ich jetzt tue, was ich wirklich, wirklich will? Oder ist es im Grunde genommen einfach Quatsch, was Idiotisches, eine Lächerlichkeit? Und das hat auf die Leute sehr großen Eindruck gemacht. Und ich kann auch sehr ernst darüber reden, also dass viele Leute, mit denen ich gearbeitet habe, auch in anderen Ländern und auch später, haben regelrecht, sind in Tränen ausgebrochen, wenn wir das besprochen haben. Weil sie gesagt haben, niemand hat sie je gefragt, was sie wirklich, wirklich wollen. Wir sind partout, okay? Nicht sie. Wenn du das hier du jetzt gehört hast, dann frage dich über dein eigenes Leben. Und wenn es dich zum Heulen bringt, das ist sehr gut. Das ist nicht schlecht. Weine, erlaube dir zu weinen. Gib dir die Erlaubnis, ja, wirklich zu heulen, vor Wut und vor Verzweiflung darüber, dass
du bist ja kaum lebst. Und dann überlege dir, was du machen müsstest, um wirklich zu leben. Und ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich verschiedene Arten, diese Frage zu beantworten, behandelt habe. Also manche Menschen denken, das wirklich Leben, ja, das wissen wir. Das bedeutet, dass ich mit einer gut aussehenden Frau irgendwo am Strand liege, mit einem guten Wein und ein paar Früchten, und das ist wirklich Leben. Nein, nein, nein. Das ist gerade, was man sich vortäuscht. Es ist sehr schwer zu erkennen, was wirkliches Leben bedeutet. Meine Antwort, meine Art und Weise, was ich jetzt dir vorschlage, mein Appell an dich sozusagen ist, das lass dich nicht beeinflussen von den ganzen Reklamen über, wenn du nur das hast, dann wirst du wirklich leben. Was du wirklich brauchst, wenn du dem wirklich Leben näher kommen wirst, ist Arbeit. Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Das ist, was nötig ist. Das ist meine allertiefste Überzeugung. Dass, wenn die Frage ist, also wie kann ich denn dazu kommen, wirklich zu leben, dann ist die Antwort, versuche Arbeit zu tun, die dir nicht peinlich ist. Versuche Arbeit zu tun, die dich lebendig macht. Versuche Arbeit zu tun, von der du sagen kannst, das ist die Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Das würde helfen, dir dazu zu bringen, dich dazu zu bringen, dass du wirklich lebst und nicht schon tot bist, nur nicht tot genug, um begraben zu werden.